Ich treffe jetzt gleich Tom Arendt, und zwar ist es der Entertainment Manager von AIDA Nova. Tom! Hallo Franzi! Komm rein in meine Kabine! Total gerne! So, du bist ja Entertainment Manager auf AIDA Nova. Ja, ganz genau. Und stellst die dann auch in den Dienst. Und dann dachte ich mir, habe ich mal was vorbereitet. Wahnsinn. Aber ich hoffe, dass es nicht gleich zu Anfang umkippt. Und wir hätte ich dann gewonnen? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja, wir packen das mal weg. So. Okay. So, pass auf, du fängst mal an. Und währenddessen frage ich dich, um dich so ein bisschen abzulenken. Okay. Sag mal so im Entertainment-Bereich, ne? Muss man da eigentlich was gelernt haben? Nee. Also ich bin gelernter Tanzlehrer. Und da habe ich viel, viel gemacht und natürlich auch viel unterrichtet. Ja. Und da kommt das Ganze vielleicht so ein bisschen her. Und wie bist du dann zu AIDA gekommen? Du bist ja mutig. Ja. So, also okay, AIDA, Thema AIDA. Ich muss kurz ein bisschen atmen. Mhm. Also ich habe irgendwann mal einen neuen Job gesucht und da hat mir ein Freund damals gesagt, der hier bei AIDA im Showensemble war, dass es sowas an Bord auch gibt, Tanzlehrer. Ja. Das war 2011. Mhm. Ja. Und seitdem bin ich hier. Und jetzt bei AIDA Nova, was ist da alles so mit drin und was musst du dich da kümmern? Weil das so ein großer Bereich ist, wird es auch neu genannt. Also ich werde dann Head of Entertainment. Und der ist zuständig für so vieles. Mhm. Das werden ganz, ganz wunderbare Exklusivshows auch mit dabei sein, die wir neu bekommen. Mhm. Eine ganz große neue Kooperation mit Yellow. Tänzer, Sänger, Artisten, alles das kennt man natürlich schon. Aber ich möchte fast sagen, auf einem ganz neuen Level schon. Okay. Dann haben wir unsere Bands natürlich, einmal die oben im Beach Club, aber auch eine ganz neue Band in der Rockbox. Also okay. Eine eigene Rockband in cool. einer eigenen Rockbar. Es kommen viele neue Sachen mit dazu, ein Entertainment. Restaurant zum Beispiel, mhm. wo wir einen Schauspieler haben und das ganze Team eigentlich involviert sind und die Gäste während des gesamten Spektakels, ein Dinner-Spektakel, eine Reise erleben. Mhm. Wir haben einen Mystery Room, einen Escape Room mit dabei, wo man auch auf eine total spontanes Abenteuer gehen kann, um den Heiligen Gral zu finden. Dann mach das mal jetzt erstes dann gleich. Ich suche den Heiligen Gral und lass mir Tipps von dir geben. Das werden ja wahrscheinlich viel mehr Sachen, die jetzt bespielt werden auch. Absolut. Ne? Allein das TV-Studio, was wir neu bekommen, das Studio X, das wird sensationell. Also das kann man wirklich nicht anders sagen, weil ein eigenes TV-Studio dahin zu basteln und Formate für Kinder, Jugendliche, Erwachsene aller Couleur zu finden, das ist großartig. Und in diesem Studio X, das ist halt so ein multifunktionaler Raum, weil man kann so viele tolle Sachen eben in diesem Studio erleben. Mhm. Wunderbare Formate wie Backboard gegen Steuerboard. Mhm. Dann haben unsere Kollegen ganz wunderbare Sachen entwickelt, wo man zum Beispiel um ein Kabinen-Upgrade spielen kann. Ist auch schön. Ja. Ach ja, stimmt. Du kannst einfach mal anfangen. Ich weiß gar nicht, seit wie lange gibt es die Primetime jetzt schon? Schon eine Weile, 2014. Oder? Und das wird natürlich jetzt auch auf AIDA Nova fortgeführt. Unbedingt. Und das machst ja dann du. Ja. Was wird denn da das Besondere sein? Weil du jeder, der das hostet sozusagen, bringt ja seine persönliche Note da rein. Ich versuche immer, all das, was meine Kollegen gerne machen würden, auszuprobieren. Ich versuche ganz viel die Gäste mit einzubinden, indem sie mir über Instagram oder Facebook Fotos schicken können von ihrem Tag. Manchmal kommen auch Crewmitglieder und sagen, Mensch, wir waren heute in Rom, haben da einen Ausflug gemacht oder wir waren in New York, das ist natürlich immer ein Highlight, wo auch wirklich tausende von Fotos entstehen und das ist toll. Ich habe ja noch was Kleines vorbereitet und zwar haben wir Kollegen Fragen stellen an dich lassen. Okay. Auf welcher Bühne würdest du gern einmal stehen und in welcher Funktion? Das ist relativ einfach. Eurovision Song Contest in Hamburg, bei der Pre-Show und die Punkte vergeben. Wie bringst du ein lahmes Publikum in Stimmung? Hast du einen Trick? Also meistens ist es so, dass wenn ich Menschen anlache, lachen die zurück. Mhm, super. Da sind die Grübchen immer so. Außerdem gibt es auf AIDA gar kein lahmes
Publikum. Never ever. Nein, gibt's nicht. Was war dein schönster, verrücktester, schlimmster oder peinlichster Moment auf der Bühne? Der schönste Moment auf der Bühne war mein erster Heiratsantrag. Also nicht den ich selber bekommen habe, sondern von Gästen. Den werde ich nicht vergessen. Und die sind jetzt gerade auf dem Schiff und feiern ihren zweiten Hochzeitstag. Oh, wie schön. Der schlimmste Moment, das war eine Show mit Musik von Elton John. Mhm. Das war nicht das Schlimmste, sondern dass da ein Podest auf der Bühne aufgebaut war. Und ich bin moderierend nach vorne gelaufen und habe eine Ecke mitgenommen. Mhm. Und bin mit voller Breitseite auf dieser Treppe gelandet und wusste nicht weiter, was ich machen sollte. Und bin dann einfach auf dieser Treppe liegen geblieben und habe weiter moderiert, bis mich die Techniker dann rausgeschoben haben. Das ist der schlimmste und peinlichste Moment gewesen, den ich tatsächlich jemals hatte. Okay. Wärst du lieber weniger attraktiv und steinreich oder lieber gut aussehend und dafür arm? Ich bin ja alles zusammen irgendwie immer mal wieder. Es ist ja so. Also hast du alles, eigentlich ich alles. Ich habe alles, was ich steinreich brauche. Steinreich und gut aussehen. Von einigen ein bisschen zu viel, aber ansonsten habe ich alles. Sehr schön. Letzte Frage. Bist du privat auch eine Stimmungskanone? Ich glaube, ich bin ruhiger geworden. Aber wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wir in Hamburg ein bisschen um die Häuser ziehen, dann kann das durchaus schon mal vorkommen, dass man ein bisschen auf den Tischen tanzt. Sehr schön. Also wir lassen das Ding einfach mal als Entertainment. So richtig. Ich finde, das ist ein super Abschluss. Das ist der Abschluss, den man sich wünscht. Das ist der Abschluss. Das Ding steht wie gemeißelt. Tom, ich danke dir für den wunderbaren Nachmittag, dieses tolle Gespräch. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf der Nova, dass du ganz vielen Menschen Freude machst. Vielen Dank. Und ich hoffe, ich bin demnächst dann wieder drauf. Und darf alle neuen Sachen austesten. Bestimmt. Und du zeigst mir alles. Dann zeige ich dir die Suche nach dem Heiligen Gral. Ja, bitte.